Kommt alle mit! Kommt mit! Wer weiß, vielleicht entdeckt jemand von euch das Pontypandiness Monster. Und dafür sollte man sich stärken. Mit Monsterhäppchen. Seht ihr? Da ist etwas. Du knippst da eine Plastikflasche. Als hättest du gerade das Monster aufgenommen. Im Moment noch nicht. Doch wenn ich das tue, dann sehen wir das immerhin auf Video und nicht nur auf so langweiligen Fotos. Keine Sorge, Sarah. Denn das Monster wird garantiert nie von jemandem wie Norman gefilmt werden. Da! Gleich wird Norman das Pontypandiness-Monster filmen. Hä? Oh, ich kann es gar nicht erwarten. Es kommt direkt auf mich zu. Mit dem Film werde ich ein weltberühmter Monsterjäger. Hallo, Norman. Ja, aber du bist doch nicht das Pontypandiness-Monster, Joe. Echt klasse, Norman. Du weltberühmter Monsterjäger, du. Hast du da unten das Pontypandiness-Monster gesehen, Joe? Nein, leider noch nicht, Sarah, aber ich werde weitersuchen nach dem Essen. Komm mit, Sarah. Wir gehen an die andere Seite des Sees. Ich weiß schon ganz genau, wo ich das Monster am besten erwische. Tja, und diese Stelle ist nicht an der anderen Seite des Sees. Links. 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 Links, nicht runter, links. Das ist... ja, Mandy, was ist denn? Norman, du klaust dir da einfach Joes U-Boot. Das ist unfair. Oh, lass mich in Ruhe, Mandy. In Wirklichkeit bist du nur sauer, dass ich jetzt gleich das Monster sehen werde und du nicht. Halt! Was war das? Ich wette, das Monster ist gerade vorbeigeschwommen. Norman Price, du wirst jetzt sofort das U-Boot zurückbringen. Entschuldige, ich kann nicht weiter telefonieren, Mandy. Ich bin gerade in wichtiger Monsterjägermission unterwegs. Und so ein U-Boot zu lenken, ist schwieriger, als es aussieht. Oh nein, nach links! Nein, stopp! Na, zurück! Oh. Mandy, rufst du bitte schnell Feuerwehrmann Sam? Es gibt gerade so U-Boot-Probleme. Du hast es kaputt gemacht, nicht wahr, Norman? Ein kleines bisschen, ja. Und es läuft Wasser hier rein.